Meldungen kommen rein. Alle Kraftfelder unten. Zivilisten stürmen auf die Straßen. Cerberus zieht sich zurück. Aber nicht lang. Die Leute sind für einen Kampf an der Front gegen Cerberus nicht ausgebildet. Sie werden ausradiert. Zivile Verluste sind unvermeidbar, das musst du akzeptieren. Sag, was du willst, Arya. Ich lasse keine sinnlosen Toten zu. Tun Sie Ihr Bestes, um sie zu schützen. Natürlich, Commander. Arya, hier Bray. Bericht. Mein Team erkundet die Wartungstunnel. Wir sind auf Cerberus-Truppen getroffen, die Techniker eskortieren. Sie transportieren anscheinend Sprengladungen und wollen zu den zentralen Stützpfeilern der Station. Bray, Angriff! Halten Sie sie so lange wie möglich auf! Wir kommen! Verstanden! Angriff, Leute! Wenn Sie den Hauptpfeiler sprengen, ist der Weg zum Afterlife abgeschnitten. Die Offensive der Talons wäre gestoppt. Also trennen wir uns. Ja. Nyrene, du leitest den Frontalangriff. Shepard und ich treffen dich in den Märkten, sobald wir mit den Bomben fertig sind. Natürlich. Aber ich helfe nicht beim Bau eurer Denkmäler mit, wenn ihr dabei draufgeht. Ich liebe es, wenn du frech bist. Der einzige Weg zum zentralen Pfeiler führt durch die Tunnel. Geht klar, wir kümmern uns drum. Mach du dein Ding, Nyrene, wir kümmern uns um die anderen Sachen. Okay. Nur noch ein bisschen länger. Arya ist hier. Wie sieht's aus, Leute? Gibt's was bei euch hier zum Mitnehmen? Wir bleiben hier und decken ihren Rücken. Okay, geht klar. Ich mach mit. Ey, klaut mir nicht meine Gegner. Kümmert euch lieber um die, die ja sonst noch rumstehen. Von einer brenzlichen Mission zur nächsten. Wundervoll. Okay, kommen wir gleich mal so zum Centurio rüber. Wo ist diese verdammte Nemesis? Da drüben. Trau dich raus, komm schon, du Feigling. Jetzt habe ich dich. Und weg mit dir. Na aber. Ich glaube, es hackt. So. Mal ein bisschen aufräumen hier. Nur ein bisschen aufräumen. Ja, schauen wir mal, wer härter zuschlägt, wa? Okay. Dich noch kurz platthauen. Und dann haben wir es auch schon für die erste Abteilung hier. Oder? Da legt sich tatsächlich noch einer mit mir an. Ich glaube, der hat sich Arya geschnappt. Aber wir können im Kontrollraum den Damm ausfahren. Dann kommen wir rüber. Okay, dann schauen wir mal. Haben wir hier hinten zufälligerweise irgendwo ein Sofa rumliegen? Ich glaube, wir sind jetzt hinabgestiegen, oder? Würde ja Sinn machen, wenn das Sofa rausgeschmissen wurde, dass es irgendwo unten gelandet ist. Könnten wir also vorstellen, dass wir hier richtig sind. So, die Dampfkontrolle machen wir gleich. Kurz noch so umschauen. Nichts. Ein leerer Raum. Das ist aber toll. Na gut. Wenn es sonst nichts gibt, dann aktivieren wir die Kontrolle. Ja, ich bin schon dabei. Hups. Ich glaube, da drüben war ansonsten wirklich nichts, ne? Na gut. Nyrene hier. Wir haben Cerberus angegriffen und unser erstes Ziel gesichert. Ankunft im Gozo-Bezirk nach Plan. Ausgezeichnet. Okay, wenn die ihre Sache gut machen, dann wollen wir das natürlich auch. Nee, hinten ist wieder nichts. Sinnlos, sinnlos. Riesenbereiche konstruiert, in denen dann nichts zu finden ist. Echt schade. Okay. Halten wir uns nicht so lange mit der Suche nach dem Sofa auf. Ist auch egal, wenn wir das nicht finden. Was soll's? So ein blödes Sofa. Soll sie sich ein neues machen lassen? Ziehen wir weiter. Die Bomben sind, glaube ich, ein bisschen wichtiger als das Sofa. Abriegeln! Sie dürfen nicht durchkommen! Das wird wohl nichts. Hallo. So. Oh, falsche Taste. Die wollte ich doch haben.
So, das sieht doch schon viel besser aus hier. Noch so einer. Hallo. So, die Frage ist, wo müssen wir lang? Wir müssen zum zentralen Pfeiler, bevor Cerberus diese Bomben zündet. Na klar doch. Lass mal kurz schauen, sind wir hier richtig? Nee, okay. Hier gibt's wieder bloß was Kleines zum Sammeln, von mir aus. Dann probieren wir es mal hier vorne. Okay. Natürlich, ab in den Schacht. Ein Traum. Wir treffen auf weniger Widerstand. Ich nehme an, sie schicken Truppen zu euch. Ja, wundervoll. Sie machen sich an den Stützpfeilern zu schaffen. Wir müssen sie aufhalten. Okay. Gebiet sichern. Einzige Mission bislang. Das kriegen wir hin, glaube ich. Wo sind die denn? Oh, 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 nicht doch, mein Freund. Das ist doch nicht dein Ernst. So, gleich mal auf das Geschütz gehen. Gut. Hätten wir das schon mal weg. Ich hoffe, der Kampftechniker ist mittlerweile auch tot umgefallen. Wäre zumindest zu wünschen. Okay. Da drüben. Wenn die Zugangssteuerpulte offen sind, kommen wir an die Bombensteuerung ran. Wo ist denn da drüben? Ach da, okay. Alles klar. Hier entlang. Wie komme ich denn da rein? Ach, ich muss gar nicht rein, okay. Verstanden. Die Bomben sind jetzt scharf. Die Konsole ist abgeriegelt. Wir müssen sie manuell entschärfen. Ein Traum. Kümmern Sie sich um die Bomben, Shepard. Ich übernehme Cerberus. Na dann mach mal, ich kümmere mich schon. Ach, 5 Minuten für 4 Bomben, das ist ja wohl ein Witz. Gut. Das läuft doch. 5 Minuten für die 4 Stück, das ist ja wohl... Ich weiß auch nicht. Hätte es schon ein bisschen enger gestalten können, glaube ich. So, nächste Bombe. Auch dafür, dass die Zeit so schnell rum ist, bis die Bombe entschärft ist, ne? Aber von mir aus, ich habe nichts... Natürlich, Area hat's gelegt. Ist doch klar. Gut, dann müssen wir jetzt auch, dass alle hinter mir her sind. Schön. Kein Ding. Das machen wir noch. Komm, da kämpfen wir gar nicht erst, sondern machen gleich hier die Bombe fertig. Okay. Jetzt geht's los. Gut, dass der Frontalangriff uns sofort wieder auflädt. Das erleichtert mir die Sache doch extremst. Wo haben wir denn hier noch einen Gegner? Ah, hier. Steht auf Area. So. Mal ein bisschen für Platz sorgen. Ist ja Wahnsinn, wie viele Leute hier auf dem engen Raum stehen. Das heißt nicht, dass du zur Seite gehen und von da aus auf mich schießen musst. Du kannst ruhig da bleiben. So, zack. Mal ein Stück zur Seite gehen. Die Handgranate, die müssen ja nicht gerade reinlaufen. Okay. Ich glaube, ich hab's, oder? Ja. Job erledigt. Du warst ja nicht gerade so heldenhaft dabei, Area. Muss ich mal zugeben. Wir sind sicher. Gut. Nyree, hier ist alles unter Kontrolle. Wie sieht's bei dir aus? Wir rücken durch den Gozo-Bezirk vor. Vorwärts und auf die Flanke achten. Jawohl, Bas. Wir halten uns, aber Cerberus nimmt mittlerweile die Zivilisten ins Visier. Wir kriegen Berichte von Opfern aus allen Sektoren rein. Rette so viel du kannst und begib dich zum Rendezvous-Punkt. Wir treffen uns dort. Wir tun, was wir können. Nyreen, Ende. Und wie genau kommen wir von hier zum Afterlife? Ich wäre für eine direkte Herangehensweise zur Abwechslung. Sympathisch.
Okay, ich würde mich trotzdem noch ganz kurz gern hier umschauen. Das habe ich nämlich bisher noch nicht gemacht. Aber ich glaube, so viel wird es ja nicht geben, oder? Von hier sind wir gekommen. Ja, ich glaube. Nee, ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas finden werden. Das ist halt ein reiner Kampfbereich. Oder steht hier ein Sofa rum? Ach nee, aber ich glaube, hier müssen wir durch. Ist das unser Weg? Nee. Ach, von hier drüben sind wir gekommen. Stimmt, wir sind ja durch so einen Lüftungsschacht gekommen. Okay, na dann. Lass uns nicht lang verzögern. Wir brechen direkt auf, nachdem wir das hier eingesammelt haben. Los geht's. Haben wir hier noch was? Nein. Doch, ein bisschen zumindest. Dann Tür aufgeknackt und hoch zum Afterlife. Natürlich mal wieder über die Leitern. Wir müssen klettern, was sonst. So, da stecken wir natürlich gerne noch ein. Wo sind wir denn hier gelandet? Cerberus. Woher wissen Sie das? Könnten die schon bitte. Nichts funktioniert! Okay, wir stecken alles ein, was wir kriegen können. Ist zwar nicht viel, aber ein bisschen Geld kann nicht schaden. Was meckern die denn da oben so rum? Okay. Auch nichts hier. Ach, sie kämpfen gegen Adjutanten. Genau, das ist nämlich das Problem von Cerberus. Die haben die Dinger selber nicht unter Kontrolle. Hier sind Adjutanten. Verfolgen Sie unseren Fortschritt und verriegeln Sie die Räume hinter uns. Jawohl, Aria. Ist das nicht sympathisch? Na gut, ich glaube, wir sollten uns beeilen, bevor die Dinger die Zivilbevölkerung erreichen. Ein Videolog, das können wir doch bestimmt uns richtig anschauen, oder? Sieht aus, als hätten sie sich ein bisschen zu viel aufgeladen. Wir sollten uns beeilen. So, ich schau mal kurz hier drüben erst. Ich weiß nicht, ob wir oben, unten, wo auch immer hin müssen, aber ich guck erst mal hier unten. Die Zivilbevölkerung unter Kontrolle ist, müssten wir bereit sein. Ah, von hier kommt das. Zivilbevölkerung unter Kontrolle ist, müssten wir bereit sein, die nächste Phase des Projektes plangemäß einzuleiten. Vor der Wirtsumwandlung sollten wir beginnen, die Steuerungsimplantate mit dem Nervensystem des Subjekts zu verschmelzen. Bei der aktuellen Erfolgsquote werden wir den Bedarf vermutlich um 300% übertreffen. Klingt, als ob das nicht bloß hier eine strategische Basis werden sollte, sondern als ob das hier ein Großraumlabor werden sollte, oder? Die Adjutanten der ersten Generation wurden aus dem Verwahrungsbereich verlegt und erhalten nun die Implantate. Die vorherigen Gruppen wurden verarbeitet und in den Lagerbereich gebracht. Wir können nun kontrollieren, wann und wo die Adjutanten ihre Opfer umwandeln. Erste Tests an verschiedenen Spezies zeigen, dass sich das Virus problemlos anpasst und somit jeder Wirt benutzt werden kann. Wenn die Zivilbevölkerung unter Kontrolle ist, müssten wir bereit sein, die nächste Phase des Projektes plangemäß einzuleiten. Vor der Wirtsumwandlung sollten wir beginnen, die Steuerungsimplantate mit dem Nervensystem des Subjekts zu verschmelzen. Bei der aktuellen Erfolgsquote werden wir den Bedarf vermutlich um 300% übertreffen. Na, das klingt doch sympathisch. Diese Idioten haben mit Adjutanten experimentiert. Das erklärt die von vorhin. Ja, meint ihr, die sind auf den Bäumen gewachsen? Natürlich haben die experimentiert damit. Aber ich glaube, die wollten ganz Omega in einen riesigen Brutkasten verwandeln. Immer nur eine Tür. Prioritätsmemo. Testadjutanten sind entkommen. Sie sind unverzüglich einzufangen und in den Arrestbereich des Hauptquartiers zu verlegen. Beschädigungen sind unter allen Umständen zu vermeiden und werden mit hohen Soldabzügen bestraft. Okay, also ich weiß, da oben war jetzt noch eine Kammer, in die wir reingehen können. Aber ich bin jetzt gerade zu faul, nochmal hinzugehen, ehrlich gesagt. Der Durchgang dafür zum Gozu-Bezirk. Okay. Achtung! Wow, was geht ab? Was ist das für eine Begrüßung? Gar nicht mal so nett. So. Vielleicht mal ein bisschen für Ruhe sorgen hier, hä? Huh?
Was haltet ihr davon? So, bis gleich noch viel mehr ist verwundet bloß. Damit hätten wir dann hier auch endlich mal Ruhe. Schön. Aber ich glaube, unsere Mitstreiter konnten wir nicht retten, ne? Gibt's hier irgendwas für uns? Zum Beispiel ein Sofa, das irgendwo in der Ecke steht? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, langsam ist es sinnlos, nach dem Sofa zu suchen, nach dem Ding Ausschau zu halten. Das werden wir wohl nicht mehr finden, denke ich. Okay, wo müssen wir hin? Da drüben. Na dann. Brechen wir mal direkt auf, anstatt jetzt noch ewig hier rumzuschauen. Oder gab's hier noch was? Nö. Ab hoch mit uns. Kommt mir bekannt vor. Ich fand's schöner, als Morden hier Plünderer erschossen hat. Morden ist tot. Schade. Er war ein sehr pragmatischer Salarianer. Ja, genau, denn der Gosu-Bezirk, das ist der, in dem eben diese Seuche damals grassiert hatte, in der Mordin sein Krankenhaus hatte. Und genau da kriechen wir jetzt rum. Das heißt, wir sind nicht mehr allzu weit weg vom Afterlife. Denn das Ding war ja ganz in der unmittelbaren Nähe vom Afterlife gleich, dieser Bezirk. Also nur noch hier durch und dann sind wir auch schon da. Und dann kommt es zum großen Finale gegen den General. Guck mal, die kennen wir doch. Ist das nicht schön? So berühmte Leute. Ja, ja, kein Ding. Ich kümmere mich schon drum. Du sollst eigentlich das Geschütz angreifen, aber hey, was soll's. So, machen wir das doch einfach so. Geht alles. So, kein Problem. Ich weiß gar nicht, was hier so rummoppelt. Das kriegen wir alles hin. Du wirst doch wohl nicht hier. Also ehrlich mal. Was, den habe ich gerade nicht erwischt mit meinem Schlag? Ist auch interessant. So. Und tschüss. Wir sind fast da. Ja, Aria, du hättest mir ein bisschen helfen können. Das wäre ganz praktisch gewesen. Aber überanstreng dich nicht. Ist schon okay. Ich weiß, du musst ja immer mal drauf achten, ob du auch noch gut aussiehst, ne? Deinen Kajal nachziehen oder was weiß ich, was du machst. In der Zwischenzeit, während ich uns hier den Arsch rette. Gut, nichts anderes hier, also weiter. Ich glaube, wir haben es geschafft. Oder? Da kommen Verbündete. Ah. Wartet ihr den Märkten auf sie beide? Zumindest haben wir es schon mal zu den Taylors geschafft. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Hätte uns das Speer der Taylors nicht gefunden, wären wir tot. Diese Guten. Haben sie alle gerettet. Ist das nicht schön? So, auch diese Credits nehmen wir noch gern mit. Was, den Propheten gibt es immer noch, den aus dem zweiten Teil? Das ist ja Wahnsinn. Der hält sich auch lange. Bereut und rettet eure Seelen, bevor es zu spät ist. Diese große Station ist gefallen. Und wir alle werden mit ihr fallen. Quatsch nicht so ein Scheiß, wir erobern das Ding zurück. Und zwar genau jetzt. Wir sollten uns nicht hier verstecken. Wir sollten da draußen sein und mitkämpfen. So sieht's aus, genau. Dann mach auch genau das. Los, los, los! So, dann wollen wir mal. Eine letzte gemütliche Fahrstuhlfahrt. Bevor der Sturm losbricht. Etwas stimmt nicht. Cerberus ist auf meiner Station. Natürlich stimmt etwas nicht. Das meine ich nicht. Ich gehe der Sache nach. Bis dahin, Funkstille. Was zum Teufel macht sie? Wir werden es sehen. Wo ist Nareen? Sie sondiert die Lage. Wir sind damit beschäftigt, hier die Stellung zu halten. Sie ist unterwegs zum Afterlife. Sie dürfen nicht durchkommen. Wir halten nicht mehr lange durch. Achtung! Es sind keine Taylors. Sie ziehen sich zurück.
Oh shit. Nobles Opfer. Aber wäre das wirklich nötig gewesen? Es reicht. Sagt eurem Boss, dass ich ihn mir holen werde. Oh, jetzt habt ihr, glaube ich, einen ganz üblen Feind. Na gut. Schade, dass es sie erwischt hat, aber... Ich glaube, jetzt wird es ziemlich ungemütlich für den General. Petrovsky stirbt sofort. Finde ich echt schade, dass sie gestorben ist, weil sie echt ein sympathischer Charakter war.